Schüsse auf lange Distanzen sind nicht unumstritten, manchmal jedoch notwendig. Neben perfekter Ausrüstung braucht es eine Menge Erfahrung und ein Verständnis der ballistischen Einflussfaktoren. Erfahren Sie in diesem kurzen Video, wie Ihnen das Leica GeoVid HDB hilft, erfolgreich und zuverlässig auf lange Distanzen zu schießen. Die wesentlichen Faktoren für präzise Schüsse auf lange Distanzen sind Übung, Kenntnis der verwendeten Ausrüstung sowie ein Verständnis für die vorherrschenden Umweltfaktoren. Jede Kombination von Waffe, Kaliber und Laborierung hat ein spezifisches ballistisches Verhalten zur Folge. Die hieraus resultierende spezifische Ballistikkurve basiert auf der Mündungsgeschwindigkeit des Geschosses, der Erdanziehungskraft und dem Luftwiderstand. Bei der Mündungsgeschwindigkeit handelt es sich um die Geschwindigkeit des Geschosses beim Verlassen der Mündung. Je höher die Mündungsgeschwindigkeit, umso flacher die ballistische Kurve des Geschosses. Die Erdanziehungskraft ist der zweite wesentliche Einflussfaktor. Im All, in der Schwerelosigkeit, würde ein Geschoss für eine unendliche Zeit geradlinig ohne Geschossabfall weiterfliegen. Auf der Erde jedoch wird das Geschoss mit 9,81 Metern pro Sekunde Quadrat zum Erdmittelpunkt beschleunigt. Es fällt in Richtung Boden. Je länger sich das Geschoss in der Luft befindet, umso höher ist die Fallgeschwindigkeit. Der dritte wesentliche Einflussfaktor ist der Luftwiderstand. Dieser ermittelt sich aus vielen verschiedenen Komponenten, wie zum Beispiel der aerodynamischen Formgebung des Geschosses. Umso größer der BC-Wert des Geschosses, umso aerodynamischer ist dessen Form und umso flacher ist die resultierende Geschosskurve. Eine weitere Komponente des Luftwiderstandes ist die Luftdichte. Die Luftdichte wird in Kilogramm je Kubikmeter angegeben und steht in direktem Zusammenhang mit dem Luftdruck. Je dichter die Luft, umso stärker wird das Geschoss abgebremst und umso gekrümmter verläuft die Geschossflugbahn. Unglücklicherweise variiert die Luftdichte bei Veränderungen von Temperatur, Luftdruck, Höhe oder Luftfeuchtigkeit. Ein weiterer häufig auftretender Einflussfaktor bei der Jagd im Gebirge ist der Winkel des Schusses. Bei einem flachen Schuss in der Ebene wirkt die Erdanziehungskraft rechtwinklig zur Flugrichtung des Projektils. Bei einem winklig nach oben oder unten abgegebenen Schuss ist dies nicht mehr der Fall, die Flugbahn verändert sich. Benutzt man in einem solchen Fall die geradlinig gemessene Entfernung zum Ziel, resultiert hieraus ein Hochschuss. Macht man sich klar, wie viele Einflussfaktoren den Flug des Projektils bestimmen, wird klar, eine schnelle und sichere Bestimmung der Treffpunktkorrektur ohne Hilfsmittel im Feld ist schier unmöglich. Aus genau diesem Grund, damit Sie sich auf einen sicheren und präzisen Schuss konzentrieren können, hat Leica das GeoVid HDB entwickelt. Das Leica GeoVid HDB ist die Revolution in der Entfernungsmessung. Ausgestattet mit einem hochpräzisen bis zu 1850 Meter weit messenden Laserentfernungsmesser, einem neuen, patentierten, außerordentlich kontrastreichen und brillanten Optiksystem sowie einem wegweisenden ergonomischen Design setzt es den Maßstab bei den binokularen Entfernungsmessern. Absolut einzigartig ist der integrierte Ballistikrechner. Das Leica GeoVid HDB errechnet, basierend auf zuvor spezifizierten Ballistikdaten und Echtzeitinformationen wie Luftdruck, Temperatur und Winkel, die ballistische Flugbahn und zeigt die notwendige Haltepunktkorrektur für die jeweilige Distanz in drei unterschiedlichen Ausgabeformaten im Display an. Ebenengleiche Entfernung, EHR, Holdover, Hold oder Klickwerte für eine Absehenverstellung. Bei Ausgabe der ebenengleichen Entfernung, EHR, wird zunächst die linear gemessene Distanz, gefolgt von der ebenengleichen Entfernung angezeigt. Besonders geeignet ist die Auswahl dieser Einstellung bei Verwendung eines ballistischen Absehens. Entscheidet man sich für die Ausgabeoption Holdover, so wird nach der linear gemessenen Entfernung der tatsächliche Geschossabfall bis zum Ziel angezeigt. Um exakt diesen Wert muss man nun höher halten als beim Schießen auf die Einschussentfernung. Das dritte Ausgabeformat ist die Ausgabe von Klickwerten zur Verstellung des Absehens. Der Schütze kann den Zielstachel wie gewohnt auf das Ziel halten. Die Korrektur ist präzise und nicht bloß geschätzt. Das Leica GeoVid HDB wird Ihnen in dieser Einstellung nach der linearen Distanz die Anzahl notwendiger Klicks zur Treffpunktkorrektur ausgeben. Die Einstellung des GeoVid HDB ist aufgrund der zwei Tastenbedienung sehr einfach. Die linke Taste ist die Messtaste, die rechte Taste ist die Menütaste. Um in das Hauptmenü zu gelangen, halten Sie die Menütaste für ca. 4 Sekunden gedrückt, bis EU.US im Display angezeigt wird. Drücken Sie die Menütaste nun mehrfach, um sich durch die vier Hauptauswahlpunkte des Menüs zu bewegen. Diese vier Punkte sind EU.US, Ball, SID und ABC. Sofern Sie Einstellungen in einem dieser vier Menüpunkte vornehmen möchten, drücken Sie die Messtaste, sobald der entsprechende Menüpunkt angezeigt wird. Mit der Messtaste bewegen Sie sich dann ebenfalls durch den ausgewählten Menüpunkt. Zur Auswahl einer Einstellung drücken Sie bitte die Menütaste.
Der Menüpunkt EU.US erlaubt die Wahl zwischen metrischem und imperialen Maßeinheitensystem. Die Werte werden in Yards, Inches, Fahrenheit oder in Meter, Zentimeter und Grad Celsius ausgegeben. Im zweiten Menüpunkt Ball wählen Sie aus 12 vorinstallierten Ballistikkurven diejenige aus, die Ihrer Munition am nächsten kommt. Alternativ können Sie mittels Micro-SD-Karte spezifische Munitionsdaten in das Geovid laden. Der dritte Menüpunkt SID enthält die Auswahlmöglichkeiten zur Festlegung der Einschussentfernung. ABC ist der letzte Menüpunkt und steht für Advanced Ballistic Compensation. In diesem Menüpunkt entscheiden Sie sich für eines der folgenden Ausgabeformate: EHR, Holdover oder Anzahl der Klickwerte für einen ballistischen Turm. Die Grundeinstellungen des Geovid sind einfach vorzunehmen. Bestimmen Sie zunächst die ballistische Kurve der verwendeten Munition. Hierzu vergleichen Sie den vom Hersteller angegebenen Geschossabfall bei einer möglichst großen Distanz, hier 10 Inches bei 300 Yards, mit den Drop-Werten der vorinstallierten Kurven. Wählen Sie nun diejenige Kurve aus, bei der, bei gleicher Entfernung, hier 300 Yards, die geringste Abweichung zur Herstellerangabe vorliegt. Eine sehr präzise Variante der Ballistikspezifikation ist der Datenupload mittels Micro-SD-Karte. Auf der Leica Geovid-Webseite finden Sie eine entsprechende Ballistiksoftware. Wählen Sie aus einer umfangreichen Datenbank Ihre Munition, legen Sie die Einschussentfernung fest und vergleichen Sie die berechneten ballistischen Daten mit den Herstellerangaben. Selbstlader können eine eigene Laborierung kreieren. Der Datensatz wird auf die mitgelieferte Micro-SD-Karte geladen. Nachdem Sie die Karte im Batteriefach eingesetzt haben, müssen Sie nur die Option Card im Ballistikmenü auswählen. Das Geovid greift dann auf Ihre zuvor gespeicherten Daten zu. Um zu zeigen, wie einfach und schnell das Setup funktioniert, gehen wir nun einmal gemeinsam durch eine vollständige Grundeinstellung. Die einzustellenden Werte sind Holdover, Einschussentfernung 100 Yards, Card und imperiales Maßeinheitensystem, also US. Halten Sie zunächst die Menütaste für etwa 4 Sekunden gedrückt. Nachdem EU.US erscheint, drücken Sie die Messtaste einmal kurz, um Einstellungen in diesem Menüpunkt vorzunehmen. Drücken Sie jetzt die Messtaste mehrfach, bis US erscheint, um anschließend die Auswahl mit der Menütaste zu bestätigen. Nach der Bestätigung werden Sie automatisch zum nächsten Menüpunkt Ball weitergeleitet. Drücken Sie jetzt erneut die Messtaste, um sich durch das Menü zu bewegen. Sobald das Display die Option Card anzeigt, bestätigen Sie diese Einstellung mit der Menütaste. Wie zuvor werden Sie automatisch zum nächsten Menüpunkt SID weitergeleitet. Wählen Sie mit der Messtaste den korrekten Wert 100 Yards und bestätigen Sie mit der Menütaste. Zuletzt erscheint das ABC-Menü. Steigen Sie in gewohnter Manier durch Drücken der Messtaste ein, blättern Sie durch das Menü, bis das Display Hold anzeigt und bestätigen Sie erneut mit der Menütaste. Ihr Geovid ist nun programmiert und für den Einsatz bereit. Um Ihnen genau zu zeigen, wie jedes der drei verfügbaren Ausgabeformate funktioniert, folgen Sie uns in die Berge. Ein kurzer Tastendruck der Messtaste aktiviert die Zielmarke. Mit dieser visieren Sie Ihr Ziel an und lösen ein zweites Mal aus. In Bruchteilen einer Sekunde erhalten Sie automatisch die linear gemessene Distanz, gefolgt von der jeweiligen individuellen Information zur Ballistikkorrektur. Die ausgegebenen Korrekturwerte berücksichtigen immer Ihre spezifischen Ballistikdaten sowie den aktuellen Winkel, den Luftdruck und die Temperatur. Leica war und ist der Pionier im Bereich der zivilen Entfernungsmessung. Das Geovid HDB knüpft nahtlos an diese Tradition an und verbindet das technisch Machbare mit dem technisch Sinnvollen für einen maximalen Anwendernutzen.